Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer und Rennen, mal wieder Samstagabend. Die älteste Telefonkonferenz oder Talkshow von Schenker Bewegung seit 10 Jahren, glaube ich, gibt es das schon jetzt. Den Verantwortungstreff. Oder auch jetzt Samstalk genannt. Es ist sinnvoll, denken wir, ab und zu aufzutauchen aus dem Trott oder dem Fluss des Lebens und die Verantwortungsfrage zu stellen. Und zwar nicht nur Verantwortung für, was weiß ich, die Zimmerpflanze, dass man sie regelmäßig gießt, sondern im allgemeinen Sinne. Wie steht es mit der Verantwortbarkeit unseres Lebens? Also der Zusammenhänge, in denen wir stehen. Ja, wir sind gleichzeitig, ja gut, der Dylan blendet da schon was ein, genau, der ist immer sehr gut mit dabei. Wir verstehen uns hier in diesem Kreis auch als sozusagen digitaler Keimling für Kommuneentwicklung. Und zwar vor allem dadurch, dass wir hier offen miteinander reden können. Also freie Argumentekultur miteinander praktizieren, statt dass da immer Verdrängung und Verzerrung so es verhindert, dass die Menschen miteinander schon irgendwie klare Bilder und gerade Linien hinbekommen können. Bei uns ist das also hier ständig offen. Und wir freuen uns auch gegenseitig, uns Kritik zu sagen, also wo irrst du dich, wo irr ich mich, dass man sich da gegenseitig hilft. Wir verstehen solche Kritik und Korrektur als Geschenk, als eines der bereicherndsten Geschenke. Ja, und über diesen Talk hier per Telefon oder Internet hinaus, blendet der Dylan gerade ein, kann man das eben im Schriftlichen weiterverfolgen. www.freie-argumente-kultur.de ist unser erstes richtig zensurfreies Forum. Also ich habe mir da einen schönen Spruch so ausgedacht. Frei verwendbare Vorhänge für alle zum Vor- und Zurückziehen statt manipulativer Marionettenvorhänge, mit denen wir sonst überall zu tun haben. Ja, also wir machen das technisch hier im Redekreis. Also wir hatten eine Kerngruppe, die aus Dylan, Louis und mir bestand ein paar Monate, aber es kommen auch ab und zu andere Leute mit dazu. Die lassen wir dann normalerweise sich einklinken, wenn sie wollen. Heute war auch jemand angekündigt, vielleicht kommt der noch oder auch andere können zwischendurch mit reinhüpfen. Und ansonsten aber ist es die Reihenfolge, die wir machen und gleiche Zeit. Der Dylan hat heute aber noch was Interaktives vor, deshalb will ich da gar nicht jetzt zu sehr Details ausbreiten. Das kann der Dylan gleich technisch auch nochmal erklären, wie er sich das heute Abend vorstellt. Ja, Jungs und Mädels, das wäre es dann soweit. Und dann gebe ich für den ersten Beitrag an den Dylan. Ja, ich lege jetzt also los mit einigen grundsätzlichen Fragen. Und zwar, ob wir einen Grundkonsens überhaupt haben, sozusagen, es gibt ja Leute, die würden vielleicht sagen, naja, genauso wie der Löwe nicht anders kann genetisch, der hat nun mal schlechtes Tun im Programm, der hat Kindertötung und Rivalentötung gehört zum Standardprogramm des Löwen. Ne? Und jetzt zu überlegen, ob man das irgendwie wegkriegen könnte und in irgendwie eine bessere Welt schaffen könnte, nein, für Löwen ist es die beste aller möglichen Welten, dass da eben immer wieder Kinder getötet werden, so traurig das ist, und Rivalen getötet werden. Das gehört nun mal zur Genetik des Löwen. Und genauso gut gibt es ja vielleicht Leute, die sagen würden, ja, also dass die Marktwirtschaft aus so viel Grausamkeiten und aus allem anderen besteht, das ist ja vielleicht alles auch nur genetisch gegeben. Und während ich ja als sozusagen ich als naturwissenschaftlicher Denker ja die These vertrete, dass der Mensch viel glücklicher und friedlicher leben könnte, als er es im Moment in der Marktwirtschaft macht, weil ich sage, die Marktwirtschaft macht quasi aus glücksfähigen und friedensfähigen und liebesfähigen Menschen das Gegenteil sozusagen. Also wäre meine erste Frage an euch, haben wir da so einen Grundkonsens, dass ihr beide sagen würdet, die Natur des Menschen erlaubt mehr als die Marktwirtschaft im Moment hat, nämlich mehr Glück, mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude. Ist das bei uns so, sozusagen so eine Art Grundkonsens, oder? Wie seht ihr das?
Aus meiner Sicht muss man es erhoffen. Ja, also du sagst, wir müssen es erhoffen, quasi, dass wir wirklich Möglichkeiten haben, ja. Und ich bin sogar als naturwissenschaftlicher Denker bin ich ganz sicher, weil ich ja sage, dass die Marktwirtschaft ja eigentlich unser aller Lebensglück zerstört hat, damit wir mehr kaufen müssen. Und dass es sich dabei um nicht bewusste Vorgänge handelt in der Evolution, so dass ich also sagen würde, ja, wenn wir den Tauschhandel abschaffen würden, würden wir auf jeden Fall wieder mehr Glücksmöglichkeiten haben. Oder wenn wir eben vom Tauschhandel in die Gemeinwohlwirtschaft wechseln, dann würden wir auch wieder alle die natürlichen gegebenen Glücksmöglichkeiten wieder haben dürfen. Und ja, also von daher bin ich ganz sicher, dass wir viel mehr Glück haben könnten. Ja, und Luis, wie siehst du das? Siehst du das auch als Möglichkeit, dass der Mensch zu mehr Glück fähig ist, als er im Moment ist? Also, ich hoffe das auch und ich finde das total wichtig zu versuchen, das umzusetzen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man am Ende feststellt, dass es wieder wie bei irgendwelchen kommunistischen Revolutionen dazu führt, dass es dann doch wieder nach hinten losgeht und Macht korrumpiert oder so. Aber mir ist schon klar, dass wir uns einbilden, dass unser Konzept anders ist und ich hoffe auch, dass es ausreichend zu anderen Ergebnissen führen könnte. Aber ich bin mir nicht genauso sicher wie du, dass es so gehen kann. Aber ich freue mich davon. Ja, du hast es ja auch eben schon angedeutet, das ist ja auch meine Befürchtung, dass all diese linksradikalen Veränderungen am Ende auch wieder zu einer Diktatur der Bonzen führen. Ich sage zur Diktatur der Stalins, der Maos und der Honeckers führen und die deswegen aus meiner Sicht ja auch keine Lösung sind. Ich favorisiere ja die Gemeinwohlwirtschaft. Und jetzt noch meine letzte Frage für diese erste Runde sozusagen. Wo wir uns aber wahrscheinlich ja unterscheiden, ist so ein bisschen die Frage. Wir haben ja zwei Dinge, die total schwierig sind oder die Leute nicht ansprechen, nämlich die Gruppenehe. Da haben die Leute, tun sich die Leute total schwierig damit, aus meiner Sicht, weil sie eben erzogen sind von der Marktwirtschaft genau in das Gegenteil der Gruppenehe. Und auf der anderen Seite haben wir den anderen Versuch, den Versuch von Verantwortungsbildung sozusagen zu realisieren, so dass die Menschen ja also letztendlich Kraft des Geistes sich dafür entscheiden, immer nach dem Sinn und dem Wohl für das Ganze und für das große Ganze zu fragen und danach zu gehen und sich auszurichten. Das sind wahrscheinlich die Dinge, wo wir so einen minimalen Unterschied haben und wo wir ja jetzt gesagt haben, dann, dass wir wir sagen, okay, wir haben in den Gemeinschaften die Möglichkeit, eben auch eine Unterabteilung auch Gruppenehe auszuprobieren, experimentell. Und wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit der ja, wie gesagt, der Geist, des Versuches, dass der Geist sozusagen auch über die Gene in gewisser Weise die Vorherrschaft bekommt, wie du ja wahrscheinlich vermutest, dass das die hauptmenschliche Eigenschaft ist. Ja. Ja, im optimalen Falle wäre das was, was verborgen in unseren Genen auch so drinsteckt, schon so. Oder jedenfalls, was diese Variante der mimetisch-genetischen Entwicklung des Menschen irgendwie beinhaltet. Also wo ja die Naturwissenschaftler überhaupt kein Problem haben, ist dir zuzustimmen, dass wir eine ganz starke Neugier und Neulust haben, die natürlich auch befriedigt wird durch richtiges, wahrheitsorientiertes, logisch sinnvolles Denken. Also diese Neulust ist auf jeden Fall als Glücksquelle da, das, was man allgemein Neugier nennt, ne? Aber du gehst ja schon auch davon aus, dass darüber hinausgehend dann noch größere Glücksmöglichkeiten da auf uns warten, die über die reine naturwissenschaftliche Neulust sozusagen hinausgehen würden ein Stück. Weil quasi die Neulust würde nach naturwissenschaftlicher Sicht ja nicht über die Gene dominieren können, ja?
Und während du sagst, aber nein, die Kraft des Geistes könnte irgendwie das Regiment übernehmen bei Menschen. Ne? Ja, wobei, wie gesagt, ich kann da nicht, also, oder ich maße mir nicht an, dass ich reinblicken kann, ne, wie die innere Programmatik des Menschen so gestaltet ist. Ja, die Also irgendwie ist ja der Programmierung, ja. Mensch, ja genau, also der Mensch ist ja durch die Evolution zum denkenden Tier geworden. Was da alles für Implikationen in dieser Denkanlage drinstecken und inwiefern das einerseits vielleicht auch genetisch sogar einprogrammiert sein kann, Ja. oder aber, dass es eine Fähigkeit des Geistes wäre, über die Gene zu bestimmen, also da eine Regie zu führen, Ja. oder ein Zwischending, Ja, und vielleicht, was wir weil ja gerne. meine Zeit eigentlich rum ist, gebe ich dann gleich an dich, indem ich nochmal aber zum Schluss sage, die pessimistische naturwissenschaftliche Sichtweise sagt ja, der Geist ist eher ein Erfüllungsgehilfe der genetischen Ressourcensuchtendenzen des Organismus, ja? Und dass der Geist eher sowas wie ein Sklave ist. Während er ja in deinem Bild, und vielleicht machst du genau da weiter und stellst uns entsprechende Fragen mit in deiner Zeit, du siehst ja da irgendwie den Geist doch auch, dass er nicht nur ein Erfüllungsgehilfe der Gene ist, so nach dem Motto, auch das Betrügen anderer Menschen ist ja ein Weg, um an Ressourcen ranzukommen. Ne? So, das siehst du ja eben nicht so pessimistisch. Ja, dann gebe ich mal an dich weiter, ja? Gern, gern. Also ich danke dann dem Vorhergesagten. Und ich sage mal so, also meine Eigenschaft soll immer sein, dass ich so bescheiden wie möglich bin, in der Annahme, ich wüsste was. Und infolgedessen, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, was da in uns sich abspielt. Also in der Frage, was sind festgelegte genetische Programme und was sind gestaltbare Programme. Das mit den Erfüllungsgehilfen bezieht sich auf eine bestimmte, also wenn ich da so von rede, bezieht sich auf eine bestimmte Motivationsstruktur, von der ich aber auch jetzt nicht genau sagen kann, ist das überhaupt jetzt die genetische Programmatik oder inwiefern ist da vielleicht einfach auch ein bisschen Chaos innerhalb dieser Programmatik entstanden? Also aus meinem Selbsterleben, der Introspektion und dem, was ich bei anderen Menschen so ableiten kann, komme ich auf jeden Fall stark zu der Annahme, dass wir Lebewesen früher, also ob man das Instinkt nennt, also oder ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr von Instinkt sprechen will, aber irgendwie anders. Also es gibt automatische Reizreaktionsmuster, nach denen wir da funktionieren, lustgesteuert, als Belohnung dafür, dass wir die Programme, Verhaltensprogramme einhalten. Das ist das, was ja das Tierreich überwiegend durchzieht. Und das wird sicher auch bei uns anteilsmäßig drin gesteckt haben. Dann ist es eben so, dass wir aber aus der festen Abfolge oder Automatik Reizreaktion raustreten konnten durch individuelle Lernvorgänge und dann eben die Denkfähigkeit. Und inwiefern das auf dem Wege unserer Entwicklung, auch der genetischen Entwicklung, in den genetischen Veränderungen drin enthalten ist, dass dieses Programm da ist, und inwiefern es so ist, dass da Gestaltungsspielräume entstanden sind, die wir halt als Freier vom entweder genetischen oder jedenfalls automatisch genetischen auffassen wollen, das wäre genauer zu betrachten. Aber jedenfalls ist mir eines ziemlich klar, also brauche ich nur in mich selbst reinzuschauen. Die ganzen Einzelmotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht, Aggressivität und so weiter, das ist jetzt nicht mehr irgendwie automatisch eingebunden oder gezügelt. Also bei uns Menschen, wir können in allen Einzelmotiven maßlos und pervers werden wie kein anderes Tier. Wenn die Kehle hingehalten wird, können wir trotzdem den meucheln, der sich da vor uns auf den Boden schmeißt oder wie auch immer. Also diese Möglichkeit haben wir. Und das geht zurück auf eine genetische Entwicklung, wo aber auch innerhalb der Gene vielleicht auch andere Varianten dann da sein können und ein gewisses Chaos vielleicht auch entstanden sein kann. Ja, und wenn man das mal das pessimistischste, die pessimistischste Variante nimmt, dann ist es ja so, dass das Bild, was ich gerade eingeblendet habe, du siehst es ja, öff, das ist exakt quasi so, die Mutter ist genetisch drauf programmiert, hier Ressourcen
zu sich zu holen, die sie dann in Milch umwandelt und womit sie dann ihre eigenen Gene in die Enkel- und Urenkelposition, also in die Zukunft hinein transportiert, indem sie quasi dann die Ressourcen, die sie selbst bezieht, das ist diese pessimistische Perspektive der Naturwissenschaften, dass sie diese Ressourcen dann in Milch umwandelt und mit der Milch ihre eigenen Gene für die Zukunft säugt, nämlich das Baby wird länger leben als sie, also wird in der Zukunft sein und so weiter. Und dass dann dabei das Gehirn schlimmstenfalls eben nur teilweise ein Manipulationswerkzeug ist, um irgendwie an Ressourcen ranzukommen, im schlechtesten Fall. Und dass ich ja dann sage, ja, aber gerade dann die Gruppenehe erlaubt das, dass es dann nicht betrügerisch wird und nicht täuschungsmäßig wird, sondern wahrheitsorientiert, weil die Gruppenehe an sich als System dieses betrügende Element des Menschen, zu dem er ja immerhin auch fähig ist, weil Tiere können das auch, Tiere lügen auch, Vögel lügen auch und so weiter, dass er das aber in der Gruppenehe gar nicht praktizieren kann, weil die Gruppenehe einfach eine Mechanik hat, die das nicht erlaubt. Und du sagst ja jetzt quasi, ja, aber wir brauchen nicht unbedingt die Gruppenehe als Mechanik, die quasi die Gene einhegt sozusagen und viel Gutes tun zur Folge hat, sondern das müsste der Verstand aus sich heraus und Kraft des Verstandes und der Vernunft schaffen können. Ja, genau. Also ich lasse die Grenze zwischen Genprogramm und Vernunftprogramm offen. Aber das Phänomen, dass unsere Einzelmotive so zersplittert da rausgerissen sind aus dem Automatismus und maßlos und pervers werden können, und dass wir scheinbar nicht auf einen Automatismus irgendwie zurückgreifen können, der das wieder einhegt oder zügelt, und dass wir deshalb, wie schon Einstein und Freud in einem Briefwechsel auch gesagt haben, also die optimale Variante wäre wohl, wenn die neue Fähigkeit, die bei uns entstanden ist, das Denken, die Vernunft, wenn sie in der Lage wäre, das, was vor langer, langer Zeit der Instinkt gemacht hat, nämlich die Zügelung der Einzelmotive in einen gesamten Sinnzusammenhang, wenn die Vernunft das übernehmen könnte. Und schon, wie Einstein und Freud dann festgestellt haben, ist das aber ein ganz gefährliches Eisen, weil die Vernunft scheinbar diese Kraft nicht hat, sondern eher von diesem verrückt gewordenen Spiel der maßlosen und perversen Einzelmotive zum Erfüllungsgehilfen degradiert wird und eher Pläne macht, wie man möglichst viel an Fressen, Saufen, Sex, Macht, Aggressivität und so, Kriegspläne und alles umsetzen kann, statt dass das nach ganzheitlichen Sinn und Moral und Verantwortungsmaßstäben wieder gezügelt und eingeordnet würde. Aber es ist nicht erkennbar, glaube ich, dass etwas anderes uns die Hoffnung geben kann, dass die verantwortliche Gesamtsteuerung da reinkäme. Da sehe ich eben sowas wie Gruppenehe und so als Mechanismen, die in der Richtung schon hilfreich sein können. Aber letztendlich kommt es bei uns Menschen dann als denkenden Wesen nicht dran vorbei, dass wir aufs Ganze gesehen verantwortlich denken müssen. Jedenfalls die Steuerleute des menschheitlichen Geschehens, wenn nicht alle. Aber irgendwie muss da so eine denkende Verantwortungssteuerung mit reinkommen. Und ja, ich denke mir, mal ganz einfach gesagt, wenn wir die denkenden Tiere sind, wenn unsere Vernunft nach Sinn sucht, möglichst nach Sinn im Ganzen, dann müsste es doch möglich sein, dass wir dieses Wesen so erkennen und so erleben, dass wir merken, ja, das sind wir und das macht uns auch am meisten glücklich. Und dass das dann richtig durchflasht sozusagen, besser als jeder Orgasmus. Und ich meine, als letztes vielleicht noch der Hinweis, ich fand das total faszinierend, also ich hab da nicht drüber Bescheid gewusst. Es gab mal so einen NDR-Film, eine Reportage auch, wo ich mit drin war. Und da habe ich mir die Sendung angeguckt, als die ausgestrahlt wurde, und stellte fest, sie hatten den Beitrag von mir eingebaut in eine Sendung über einen Magier- und Hypnose-Coach. Und der hat da wirklich gesagt, und ich meine, teilweise trifft sich das ja mit modernen Forschungen der Hirnforscher, der hat gemeint, durch unsere geistigen Prozesse schaffen wir auch materielle Hintergründe, also Nervenverflechtungen in unserem Gehirn. Das ist eine Wechselbeziehung zwischen der Materie und diesen geistigen Lernvorgängen oder Denkvorgängen. Und das ist nicht, wenn nicht zwei Welten, sondern dazwischen liegt diese ständige Verschmelzung, wo das materielle und geistige Wirklichkeiten in enger Verbindung miteinander hat. Und der hat über mich gemeint, was er für sich auch als therapeutisches Prinzip so betont hat: Es ist möglich, dass wir die Neuroplastizität, also diese Gestaltbarkeit unseres Geistes, unserer Seele, unseres Bewusstseins, unserer Motivation,
dass wir das so gestalten, wenn wir uns da quasi so selbst Autosuggestion oder Selbsthypnose, ich würde einfach sagen, ständige, vernünftige Selbstkonzentration vor allem, wenn wir das machen, dann können wir uns umprogrammieren oder wir können uns total programmieren, auch als der Glückliche, der Verantwortliche, ja, als ein Mensch, der sein Computerprogramm. Ja. Ja, und wir sollten jetzt, weil der Louis sich jetzt noch nicht so oft eingeschaltet hat, dass wir jetzt, dass der Louis jetzt mal seine Zeit bekommt und vielleicht uns auch bestimmte Fragen stellen kann, wie wir und so weiter. Ja, danke für die Einladung. Ich würde erst mal eine Runde überspringen. Ich esse gerade und grübel dann noch, was ich richtig Knackiges fragen kann. Dankeschön. Ja, okay, dann mache ich noch mal wieder kurz und stelle weitere Fragen sozusagen. Ja, denn meine Grundthese ist ja, dass ich es gut finde, wenn wir stark auch die gesamte Palette unserer Angebotsmöglichkeiten immer auch den Interessenten kommunizieren, weil vielleicht der eine oder andere positiv reagiert oder weniger abgeschreckt, etwas weniger abgeschreckt reagiert auf die Gruppenehe. Abgeschreckt wird er sicherlich auch reagieren, als auf die Grundidee voller Verantwortlichkeit für das ganz große Ganze und auch die Generationen der Zukunft und so weiter. Und umgedreht, der ein andere werden total abgeschreckt sein von der Gruppenehe, aber eben total eher positiv reagieren auf die Verantwortungsebene. Wobei wir das beides ja noch nicht wissen, weil wir eben sehen, wie schwer es ist. Es gibt ja die andere Gegenthese, nämlich dass in der Marktwirtschaft wir eventuell gegen die Marktwirtschaft gar keine Chance haben, egal ob wir auf die Vernunftsteuerung setzen oder auf die Mäßigung des Schädlichen durch die Gruppenehemechanik. Ja? Wir wissen es ja nicht, weil wir können noch nicht sagen, wir kriegen 1000 Leute durch das eine und nur 500 Leute durch das andere, dann würden wir da Unterschiede sehen. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Vielleicht erlaubt uns die Marktwirtschaft gar nicht, dass man Menschen rausgewinnt aus der Sache und aus der Marktwirtschaft. Und was ich also auf jeden Fall jetzt nochmal als Gedanke machen möchte, dieser pessimistische Gedanke ist ja der, dass es heißt, die Evolution, der war es nur gelungen, das aggressive Verhalten, die Kindstötung durch Frauen und Männer und die Rivalentötung der Männer untereinander abzuschaffen, indem eben die Männer alles den Frauen und Kindern schenkten, allerdings die Frauen dann aber auch ihre Liebe schenken an die Männer sozusagen, und dass dadurch ein Gleichgewicht der Zufriedenheit und der Befriedigtheit und so weiter entstanden war. Und dieses Gleichgewicht wurde dann ja, das ist jetzt meine These, der ihr jetzt beide widersprechen solltet dann, dass eben als der Tauschhändler anfing, das Liebesleben innerhalb der Gruppenehe zu verteufeln oder schlecht zu machen oder schlecht zu reden, weil er ja die Menschen nicht braucht, dass sie viel Sex haben miteinander, sondern dass er kauft. Also der Tauschhändler braucht uns Menschen ja als Käufer. Und wenn Menschen gerade Liebe machen, dann kaufen die gerade nicht. Und das stört. Ja? Und das ist ja meine Grundthese, dass wir aus dem Paradies ja nur deswegen rausgefallen sind, weil die Händler die Liebe der Gruppenehe wegnehmen mussten, damit die Leute mehr kaufen. Und dass dadurch dann also sozusagen die ganze Büchse der Pandora geöffnet wurde, weil dann sozusagen auch die Männer sozusagen nicht mehr liebevoll gegenüber den Frauen und Kindern waren, sondern patriarchal, gewalttätig und dominant und vergewaltigend und herrschend und alle negativen Strategien an Ressourcen ranzukommen, dann bei den Männern plötzlich eine Rolle spielten, die Akkumulation von Gütern und so weiter. Ja, das heißt also, meine These ist ja, wir hatten das fast Paradies in der Gruppenehe, aber das störte die Händler. Was sagt ihr zu dieser Grundthese?
Ja, soll ich was sagen? Ja, ich meine, wenn jetzt der Luis nicht gleich was dazu sagen will, dann. Ja, der scheint auch gut zu essen. Guten Appetit. Dann sage ich mal was. Ja, also von der Verhaltenslogik her betrachtet, kann man schon sagen, dass der Tauschhandel und die Marktwirtschaft ein Rausgerissensein bedeutet aus umfassenderen Ausgleichsrechnungen. Denn da geht es um die direkte Vergeltung. Ich tue etwas für das, was ich zurückbekomme. Danach gucke ich und ich gucke nicht weiter. Und ich vertrete demgegenüber, also oder alles andere, was jetzt planwirtschaftlich kommunistisch wäre, würde weitergehende Planungsaspekte enthalten. Ich sage ja, dass die Menschen, die so aus diesem freien eigenen Blick jeder auch fürs Ganze handeln, bei denen wird das zu sowas wie Also einer der organischen interessante Struktur. Punkt ist ja, dass quasi diese pessimistischere Biologie ja quasi sagt, letztendlich in diese Richtung geht, wenn die Vergeltung bei den Männern nicht mehr zurückkommt, weil die Händler den Frauen sagen, dass es unschicklich ist, dass sie so viel Sex haben mit den Männern, ja, und so weiter, oder auch die Frauen untereinander, wenn dadurch die Vergeltung nicht mehr zurückkommt, kommt es zum Bruch, also zum Bruch der Gruppenehe quasi. Und die Männer machen ihr Ding, ihr Gewaltding und ihr Machtding und ihr Akkumulationsding. Ja? Und du würdest jetzt sagen, nein, also die Vergeltung an sich ist an sich schon ein Problem. Dann müsste sie aber auch in den Bonobos schon ein Problem sein. Denn bei den Bonobos hat man ja Hinweise darauf, dass das wirklich nach Vergeltungsmechanik funktioniert. Wir hatten ja das Beispiel, diesen einen berühmten Fernsehbericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo der junge Bonobo-Mann anfing, das Kind derjenigen Frau, die ihn sexuell etwas vernachlässigt hatte, zu triezen und erst dann aufhörte, als sie wieder Sex mit ihm hatte und also er sich quasi wieder vergolten fühlte. Ne? Und du gehst aber Ja. ja davon aus, dass schon die Vergeltung an sich schädlich ist, ne? Ja, genau. Und zwar deshalb, weil wir im Unterschied zu den Bonobos halt weitergehende Ausgleichsrechnungen oder Zusammenhänge mit berücksichtigen können. Also, wobei auch bei den Tieren oder bei den Bonobos, du sagst ja, es ist ein Anteil Vergeltung mit drin, aber es ist auch ganz viel, was jetzt nicht so Einzelvergeltung ist, sondern wo sich das dann sehr gleichmäßig streut. Also Es du ist siehst es für so ein Bonobos. ungefähres, also die Männer schenken alles den Frauen und Kindern und gucken nur so ungefähr, ob sie sich dann auch wohlfühlen in dem Ganzen, was die Frauen an Liebe auch schenken, ohne dass das jetzt einzeln aufgerechnet wird. Aber so das Gesamtgefühl muss halt stimmen, sonst brechen die Männer aus und sagen, ich mache mein Ding auf Kosten der Frauen und Kinder. Ja, ist ganz spannend so. Also ich habe von Verhaltensbiologen auch schon die These gehört, dass ja was ganz Spannendes wäre, inwiefern Lebewesen an fremde oder außerartliche Wesen, die ihnen begegnen, Zuwendung und Geschenke geben können. Es gibt welche, die definieren die höheren Affen, weil die das teilweise können, oder den Menschen, dass er imstande ist, auch an Fremde und Artfremde zu schenken. Und ich finde es ganz Bestes spannend. Beispiel ist der Haushund, der Schoßhund, wo ja quasi sozusagen die Lustmöglichkeiten, die bei der Kinderbetreuung an sich vorliegen, auf solch einen Hund einer anderen Art übertragen werden können bis zum gewissen Grade und die Menschen ja auch ein gewisses Glück darin erleben können, nicht ein eigenes Baby aufzuziehen, sondern ein völlig fremdes Baby einer völlig anderen Art, das Hundebaby. Aber die These der Biologen ist natürlich, das größere Glück wäre das Aufziehen des eigenen Kindes, des genetischen eigenen Kindes, denn sonst würde ja die ganze Logik der Natur nicht funktionieren, wenn doch nicht immer wieder doch das eigene Baby auch wichtiger ist als das Aufziehen von Hunden. Ganz spannende Fragen jedenfalls. Und also ohne dass ich jetzt das so gut begründen könnte aus dem, was wiederum genetisch angeboren durch Lern- und Denkprozesse oder feste Reizreaktionsmuster auslöst. Aber wenn ich allein auf die Verhaltensstruktur jetzt wieder schaue, dann kann ich eben sehen, und das ist in den Sozialwissenschaften ja durchaus
geläufiges Grundwissen, die Familienlogik steht diametral der Marktlogik gegenüber. In der Familie fühlt man sich als Einheit miteinander und kann deshalb so frei fließen lassen und denkt sich, die Rechnung geht im Ganzen auf, weil alle gehen da letztlich auch nach. Sie verwirklichen keine rausgesplitterten Einzelinteressen oder Motive auf Kosten des Ganzen. Die Identifikation steht dagegen. Ein Fleisch, ein Blut oder wie man das nennen will. Und nach den Forschungen von Gräber, Schulden die letzten 5000 Jahre, ist der Titel seines Buches, ist es so, dass ursprünglich jedenfalls diese Art von Strukturlogik uns wohl bestimmt hat. Das Familien- oder Sittenmäßige, was ja auch bei den Bonobos, die wie eine Hippie-Kommune ja zum Teil wirken, auch ziemlich auffällt so. Und bei den frühen Menschen war es so, dass die Familien- und Sitten- und Stammeslogik bestimmend war. Und man hat nicht getauscht, sondern hat so familiär miteinander geteilt, im Ganzen quasi. Nicht jetzt allerdings aus diesem geistigen Bewusstsein, was ich jetzt heute so beschreibe, wahrscheinlich mehr aus einem urtümlich emotional-spirituellen Empfinden heraus. Ich komme gleich nochmal zu den Aborigines. Da haben einige Aborigines was ganz Spannendes gesagt über das Verhältnis von ihnen zur modernen Zivilisation. Aber erstmal noch zu Gräber. Also Gräber hat gesagt, es gab auch damals schon Vergeltung, Tauschhandel und sowas. Aber das wurde nicht gegenüber den Familien und Sitten oder Stammesmitgliedern praktiziert, sondern gegenüber Fremden und Feinden. Einfach weil da eben diese Identifikationslogik gar nicht griff, die Verbundenheit, wodurch man vertraut hat, ich kann ihm einfach geben, der gibt mir ja auch, wenn ich was brauche. Und dann musste direkt vergolten werden. Und indem immer mehr solche anonymen, auch in größere Massen von Menschen hineingehenden sozialen Strukturen entstanden, hat diese Logik der nicht mehr Verbundenheit und des nicht mehr nach der gemeinsamen Gesamtrechnung gehen können, hat sich dann durchgesetzt, diese zersplitterte Vergeltungslogik. Und sie kann eben nicht mehr den Blick auf die höhere Tiefe, Weite und Breite aufbringen, die wir aber andererseits zwingend brauchen, weil durch unsere technische Intelligenz, durch die Werkzeuge und Waffen, gehen die Folgen immer weiter. Die sind nicht nur die kleine Rechnung, sondern die Folgen dehnen sich aus und vergewaltigen die ganze Welt, flügen hier alles um. Aber wir rutschen aus dieser fehlenden Verbundenheit, dem Vertrauen, rutschen wir in die kleinen Rechnungen hinein. Also unsere Technik verunstaltet eher die große Rechnung oder in großen Dimensionen immer mehr. Und unsere Steuerung des Verhaltens rutscht immer mehr in die Splitterlogik. Das ist natürlich verheerend. Und ganz spannend. Ja, also wenn man es mal nochmal so sagen will, also quasi, du siehst schon auch, dass bei den Bonobos und bei der Gruppenehe sozusagen eben keine Einzelvergeltung so im Vordergrund steht, sondern man schenkt alles den Frauen und Kindern als Mann, und wenn so das insgesamte Liebesgefühl und die insgesamte Atmosphäre einfach auch irgendwie beglückend ist, dann machen die Männer auch so weiter und da wird nicht so konkret geguckt auf irgendwelche Einzeldinge und so weiter. Aber du sagst eben auch, aber eigentlich siehst du bei Menschen die Fähigkeit, dieses Ungefähre geben und nehmen, dass das sich ganz entkräften könnte, dass du sagst, also, dass menschengeschwisterliche Schenken sozusagen wirklich einen vollständigen Grad an Selbstlosigkeit gewinnt, während ja bei der Gruppenehe das doch wenigstens so ein ungefähres Gleichgewicht von Geben und Nehmen in der Summe über lange Zeiträume hinweg vom Empfinden her ist. Und die Biologen würden ja sagen, nein, das andere wird schwierig sein, weil eben der Mensch eben diese vollständige Selbstlosigkeit eventuell Probleme hat herzustellen. Und du würdest aber sagen, es geht aber. Dieses ganz Vergeltungsfreie, auch Selbstlose, ist möglich. Genau. Und ich vergleiche das immer, was Bilder angeht. Also ich komme gleich nochmal zu den Aborigines, die eine ganz spannende Logik auch haben. Also warum sie so auch einfach nach der großen Gesamtrechnung gehen könnten, ohne nach irgendwas anderem zu gucken. Ist nämlich dann die Spiritualität statt der reinen Rationalität. Aber jetzt erstmal, ich verwende gerne als Bilder, dass die höchste Einheit zwischen einzelnen Elementen und einer Ganzheit
Das erleben wir in unserer Wirklichkeit um uns herum im Lebendigen. Der lebendige Organismus, wo jede Zelle in sich dasselbe Programm hat wie der Gesamtorganismus, und dadurch ist es möglich, dass diese Zelle eben gleichzeitig sich als ja wesenserfüllt sieht, wenn sie den Dienst da im Organismus erfüllt, auch wenn das bedeutet, dass eben keinerlei Vergeltung mit da ist, sondern sie im nächsten Moment dabei abstirbt. Also nehmen wir die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Ihre Aufgabe ist es, Krankheitserreger zu fressen und mit ihnen ausgeschieden zu werden, abzusterben und ausgeschieden zu werden. Sie tun das, weil ihr inneres Wesen sagt, das so für das ganze Saat zu sein, einer für alle, alle für einen, so. Und der eine ist bereit dann aber auch eben abzusterben. Also das Ganze ist der Leitmaßstab, der über allem steht. Ja, aus dieser Verbundenheit ist die einzelne Zelle, also hier das weiße Blutkörperchen, zu dieser Totalhingabe imstande. Und ganz wichtig ist eben der Logikunterschied. Bei den Zellen ist es so, die bekommen das, was sie dann verarbeiten oder weiterleiten von der einen Seite und geben aber nichts zurück, sondern geben die Stoffe oder den Fluss der Dinge oder Energie in ganz andere Richtungen weiter. Und ihr Maßstab ist ja auch gar nicht, was kriege ich zurück, sondern ihr Maßstab ist, stimmt, der Fluss im Ganzen. Ja, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, gell, Luis, du jederzeit klinke dich ein, und wenn du auch selbst noch mal ganz andere Schwerpunkte setzen möchtest oder eigene Sachen einbringen willst, du kannst das jederzeit machen, weil wir jetzt nur so lange reden, bis du dich einklingst, sozusagen. Ja, okay, und, danke. Ja. Und ich will aber ganz, ganz bewusst jetzt nochmal was reinbringen, was auch für dich vielleicht nochmal interessant wäre zu beantworten. Was wäre, wenn jetzt die pessimistischen Biologen jetzt nochmal sagen würden, könnte es nicht da zu einer Evolution der Nehmenden kommen, wenn die einen sehr selbstlos werden und sehr, sehr schenkend, und andere, die zum Beispiel weniger leisten können, eher dann sehr nehmend werden, könnte es nicht dazu kommen, dass dadurch sich dann eher die Leistungsschwächeren sozusagen auch verausbreiten und verbreiten und so weiter? Da haben wir ja auch schon darüber geredet, über die freiwillige, verantwortungsvolle Zuchtwahl zum Beispiel, ja. Also denn da würde man ja sagen, wir wollen ja sozusagen, jede Art muss ja auch immer ein bisschen die Evolution des leistungsfähigen Immunsysteme, der leistungsfähigen Möglichkeiten, denn jeder Organismus, auch der Mensch, steht ja schon auch noch in einer gesamtnatürlichen Situation mit allen anderen Organismen, die sich ja alle versuchen, rasend schnell weiterzuentwickeln, effizienter zu werden und so weiter. Ne? Ja, wir haben da ja schon einige Mal auch drüber geredet. Ich kann vielleicht den Faden eben noch fortführen. Wenn bei den Zellen sogar es dann mal so ist, dass eine Zelle nicht das, was sie von der einen Seite bekommt, an ganz andere Seiten weitergibt, sondern tatsächlich auch etwas zurückgegeben wird an der Stelle, das gibt es ja im Organismus auch, dann ist das aber trotzdem keine Vergeltungslogik. Der Witz ist, die Zelle gibt es nicht zurück an die Zelle, von der sie etwas bekommt, als Vergeltung, sondern weil es diesem Fluss im Ganzen entspricht. Es könnte in ganz andere Richtung gehen, es könnte an die Zelle zurückgehen, aber es hat eine ganz andere Begründungslogik. Nicht ich gebe, damit ich bekomme, sondern ich gebe, damit diese Rechnung im Ganzen erfüllt wird. Dass der Fluss im Ganzen bestmöglich stimmt. Und das ist bei den Zellen natürlich durch ihre DNA, durch diese inneren genetischen Programmierungen festgelegt. Und ich glaube, wir Menschen können nach derselben Logik handeln, aber nicht mehr wegen dieser biologischen, materiellen oder auf dieser Stufe von Materie stehenden DNA oder Programmierung, sondern aus der inneren Wesensprogrammierung unserer Vernunft. Denn die Vernunft strebt danach, eben möglichst viel Sinn, auch Sinn im Ganzen zu erdenken. Also sie will nach der Gesamtrechnung gehen, wenn es eine gäbe und sie wäre zu konstruieren. Mhm. Also wir haben sowas wie eine... Ja, ich mache noch mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich spreche ja auch öfters da über das Thema, dass ich ja der Meinung bin, dass wir den Hunger auf der Welt nur deswegen haben, weil die Sozialspaten uns solche Gedanken beigebracht haben, wir müssten unbedingt immer alle
sozusagen alle, die hungern auf der Welt, immer völlig grenzenlos ernähren und füttern. Ja? Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Es gibt eher die eine, die sagt, wir ernähren alle Frauen und also alle Erwachsenen, sagen ihnen aber ganz klar, dass wir nicht deren Kinder ernähren, wenn sie denn kämen, so dass die Frauen sich wie in der Natur auch gegen Kinder entscheiden könnten und würden. Wenn wir jetzt aber immer menschengeschwisterlich vorgehen und wir immer wirklich immer weiter schenken, dann werden gerade die Mütter, die selbst in der Welt nicht zurechtkommen, selber kaum an Nahrung rankommen und sowieso nicht genügend Nahrung für ihr Kind haben, die würden aber trotzdem ein Kind nach dem anderen bekommen und es würden sich immer mehr sozusagen mit der Welt nicht zurechtkommende immer wieder fortpflanzen und dadurch multiplizieren und so weiter. Und das kann ich nicht als sinnvoll für das Insgesamte und Ganze nachvollziehen. Da würde ich eben auch sagen, da wüsste ich jetzt nicht, wie das ist, wenn ich bei dem Prinzip bleibe, immer alle gleichermaßen und in jeder Situation vollständig zu beschenken, ob wir damit nicht eigentlich immer wieder die Leistungsfähigkeitsentwicklung in der Menschheit eben torpedieren würden. Das wäre so die Frage. Ne? Ich kann anmerken, dass ich, wenn es gut passt, dann meine Zeit nutzen könnte. Aber ja, das kannst du ruhig jetzt gleich machen. Wir können ja auf diese Themen kommen wir ja immer wieder zurück. Ne? Okay, weil das ja wir sind ja in den zentralen Themen der Überlegung. Also bring du jetzt mal deine Dinge rein, die dich beschäftigen und vielleicht auch mit den entsprechenden Fragen. Ja, also ist auch was, worauf ich oft zurückkomme und ich bin ein bisschen zuversichtlich, dass das neue Fragensystem uns da vielleicht schneller zu Übereinstimmung führt. Also ich habe das Gefühl, wir unterscheiden uns ein bisschen dadurch, dass ich glaube, nichts auszuschließen und einfach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass wir nicht von einem rosa Osterhasen regiert werden. Aber ausschließen würde ich es nicht. Wohingegen ich euch so verstehe, dass ihr zum Beispiel die Sache mit dem Mähroboter, der öfter dort mäht, wo die Enten selig sind, die ihn als Mutter bei der Geburt vorgestellt bekommen haben und auf ihn geprägt sind. Und immer wenn sie ihn sehen oder immer wenn sie da sind, wo er mäht, dann fährt er überdurchschnittlich oft dahin, wo die Babys quasi ihn als Mutter mit Liebe beschenken aus der Ferne. Naja, also da habe ich das Gefühl, dass eure Formulierung ein bisschen ausschließender als meine und dass ihr eben sagt oder dass Dylan sagt oder so verstehe ich ihn, glaube ich ihn zu verstehen, dass er sagt, alle esoterischen, alle wissenschaftlichen Untersuchungen zu esoterischen Sachverhalten dieser Art, zumindest formuliert Dylan das glaube ich so, sind Quatsch gewesen und oder haben das Ergebnis gehabt, dass die esoterische Theorie Quatsch ist und deswegen glaubt er sowas von vornherein auch nicht. Da wäre mein Vorschlag zu sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Quatsch, aber ausschließen kann ich es nicht. Und ich glaube, das ist einerseits führt das zu mehr gedanklicher Flexibilität und andererseits führt das zu weniger Überwerfungen mit anderen Menschen, was den wissenschaftlichen Austausch hemmt, den offenen Austausch von verschiedenen Sichtweisen. Und da ist nochmal mein Vorschlag halt alles, also ich denke, dass wir darin übereinstimmen, dass echte Ergebnisse oder dass man Fehler eher vermeidet, wenn man bereit ist, Sachen, die man eigentlich für richtig erkannt zu haben glaubt, nochmal in Frage stellt und immer wieder von neuen Richtungen auf Sachverhalte schaut
und dadurch möglicherweise Neuigkeiten entdeckt und dass es deswegen dem angemessen wäre, das auch in Formulierungen zum Ausdruck zu bringen. Und nur noch eine kleine eine Frage quasi. Also Ilm, du hast, so wie ich dich verstanden habe, hast du gemeint, dass das quasi Halluzinationen sein können, wenn zum Beispiel Leute, die zu Geistheilern gehen oder so und da Geld bezahlen, dann sich einbilden, dass da Ergebnisse bei rauskommen, weil sie gerne Zugehörigkeitsempfinden haben, Herde, den Begriff verwendest du, und gleichzeitig hast du gesagt, dass du dich schämen würdest vor deinen Wissenschaftlerkollegen, wenn du so Sachen nicht von vornherein ausschließen würdest, und nicht, dass ich dir das jetzt unbedingt vorwerfe, aber nur damit wir sicher gehen, dass wir das auch bedacht haben, ob da halt vielleicht auch so ein Herdenimpuls vor so ein Wahrheitsfindungsimpuls ist. Genau, danke schön. Ja, das ist ja die interessante Frage, ob da nicht wir auch nicht alle sozusagen nicht auch einen ziemlich starken genetischen Zwang haben, irgendwo auch auf irgendeine Herde sozusagen zu schauen und uns zu orientieren. Ja, wobei das ist also sicherlich bei mir nicht sehr stark, dieses Rücksichtnehmen auf die anderen Wissenschaftler. Ja, also ich hätte da sicherlich auch da nicht das Problem, dass ich das so im Vordergrund sehen würde. Aber der ÖFAF stellt ja da auch immer die richtige Frage. Wie verbessern wir die Welt und verbessern wir die Welt, wenn wir zum Beispiel die Geschichte mit dem Mähroboter jetzt mal für bewiesen halten würden? Was würde daraus folgen? Welche praktischen Entscheidungen würden daraus folgen? Und wie würden wir da also der Verbesserung der Situation der Menschheit und der Erde damit dienen können? Das ist ja das. Na, wäre vielleicht die Frage, was wären die Gefahren? Denn ich denke, dass es allein schon eine Verbesserung der Welt ist, wenn ich mich in einem lebendigen Kosmos fühle, bei dem es Sinn macht, wenn ich meine Heizung und meinem Computer Liebe und Dankbarkeit entgegenbringe, dass die als Bitte noch mal etwas lauter, ich habe es jetzt ganz schwer verstanden. Okay, also ich würde fragen, welche Nachteile, welche Gefahren siehst du, wenn man so eine Sichtweise hat? Denn ich denke, es hat Vorteile, sich mit seiner Heizung und seiner Lampe verbunden zu fühlen und ihr dankbar zu sein und sich vorstellen zu können, dass man quasi Kumpel, Familie, im Gegensatz dazu, dass man in so einer seelenlosen Dingpump ist. Und die eigenen Organe sind auch irgendwie seelenlos. Und wenn da was kaputt ist, dann war halt ein Systemfehler und das hat nichts mit Seelenentwicklung zu tun und so. Ja, wie gesagt, also ich, bei meiner Glücksvorstellung jetzt der Gruppenehe, ja, zum Beispiel, verträgt sich dieses Gefühl, ich habe das ja erlebt, als ich mit mehreren Leuten da eben dieses ozeanische Einheitsgefühl ich selbst erlebt habe, weil ich so in Liebe mich gefühlt habe mit allen und mit der Welt sozusagen, das ging wunderbar einher mit der Tatsache, dass ich das alles für chemische Reaktionen und für materielle Mechaniken halte und trotzdem, so, weil sozusagen es hindert mich ja nichts, tolle Liebesgefühle zu empfinden, wenn ich gleichzeitig weiß, dass ich da eigentlich nur, dass da nur chemisch-biologische, physikalische Prozesse in mir stattfinden. Trotzdem genieße ich dann die Gefühle trotzdem. Ne? Genauso genieße ich ja auch das Gefühl, dass das Orgasmus, dieser letzte Satz noch, ich genieße das Gefühl, das Orgasmus ja auch, wenn ich genau weiß, dass ich dabei nur mit elektrochemischen Dingen zu tun habe. Okay, aber was ist die Gefahr mit dem Mähroboter, wenn man, wenn das so wäre, wenn man das nicht vorschließt? Oder umgedreht, Öff hatte doch immer dann auch die Frage gestellt, wo wäre der Gewinn darin? Wo kommen wir zu einer Lösung der Probleme? Ja, aber ich kann doch genauso fragen, was die Gefahr ist. Genau, ich kann eine Gefahr benennen. Also Öff wieder ein bisschen nach rechts rücken an den Rand, du weißt ja. Ja, ja.
Also ich habe ja dazu schon gesagt, also genauso wie irgendwelche sogenannt esoterischen Theorien, auch durch Geister, Reinigung von Wohnungen und so weiter, Clearing. Also ich sage nicht, etwas kann ich hundertprozentig ausschließen. Aber ich sage, dass es verantwortliche Lebenslogik ist, zu gucken, habe ich unterschiedliche Grade der Gewissheit und im Zweifelsfalle mich auf gewisseren Boden zu stellen, also auf ungewisseren Boden. Und inwiefern ist das, was ich da habe, wichtig für den Dienst am Leben? Und da kann ich jetzt konkret mal Beispiele nennen. Und das Ganze wird gut veranschaulich, wenn wir uns überlegen würden, wir sind in einer Situation, wo es von unserem vernünftigen Verhalten auch abhängt, eben ob Schäden entstehen oder Menschen oder Lebewesen, die uns anvertraut sind, vernachlässigt werden. Also ich kenne eine ganze Reihe von sehr esoterisch gesinnten Menschen, die würden dann irgendwann sagen, ja, also wenn der Mähroboter da mehr hinfährt und sich um die Hühner kümmert, dann muss ich nicht mehr rausgehen, von meinem Computer aufstehen und denen Futter ausstreuen oder so. Man kann ein Stück weit das der Fürsorge des Roboters oder so überlassen. Oder die Wirklichkeit wird das schon regeln. Ich muss da jetzt keine Verantwortungsverpflichtung, keine Handlungsnotwendigkeit, keine Leistungsnotwendigkeit von mir sehen. Und so kenne ich eine ganze Reihe Leute, die sitzen dann in ihren Hobbys oder vor ihren Computern und denken sich, dass sie durch irgendeine spirituelle Therapie oder Theorie die Wirklichkeit dann schon im Lot halten können, statt kausal zu denken und statt zu sehen, also jetzt zum Beispiel, ich finde es toll, und hat auch Gandhi gesagt, man sollte sich lebendig verbunden fühlen, auch mit der Materie, mit den Dingen, also liebevollen Umgang auch mit Gegenständen und so, gehe ich voll mit, finde ich toll. Aber wenn es dahin geht, dass ich dem Leistungsfähigkeiten zuschreibe, die ich aufbringen müsste, und wo sonst die Hühnerbabys oder eigene Babys am Ende auch in der Luft hängen, weil ich lebe so in den Tag hinein oder gehe halt nicht mehr nach Verbindlichkeiten und Leistungsnotwendigkeiten, dann ist das eine Riesengefahr, die ich tatsächlich bei sehr breiten Szenen... Also das heißt, Öff, du würdest das auch unterstützen, was ich ja dann immer sage, dass es sozusagen die Gefahr ist, dass das Esoterische eigentlich die letztendlich diese Lebensweise, die Erhaltung der Probleme der weltweiten Marktwirtschaft ja letztendlich bedeutet. Also, dass ich so den, mein Eindruck ist ja immer, die Esoterik ist sozusagen systemerhaltend und nicht kritisierend. Es sind da gegenseitige synergetische Effekte zwischen dem jetzigen System und dem Hochzüchten solcher Esoterik. Also genauso wie es war, also wir kennen ja alle, es gab die Hippies, es gab die 68er und so weiter. Wir wissen heute, dass zum Teil so etwas wie Sex and Drugs and Rock'n'Roll, was die Leute selbst als große Entspanntheit und Befreiung des Lebens so empfunden haben und wo auch was davon drin steckte, dass das zum Teil gezielt gefördert wurde, um sie alternativ weniger effektiv zu machen, weniger leistungsfähig zu machen, um sie zu lähmen durch dieses Zeug. Und insofern, ich glaube, da ist eine große Vorsicht geboten, dass wir einfach vernünftig bleiben und uns überlegen, bei allem, was möglich ist in der Welt, inwiefern auf den eher sicheren Boden und inwiefern gehen wir möglichst nüchtern und kausal nach Verantwortungswirksamkeit, die wir selbst auch erreichen können, dass die Hühnerbabys und eigene Babys am Ende damit gut versorgt sind und nicht durch Luft- und Märchenschlösser hungern müssen. Und das ist wirklich etwas, was, ja, also es gibt ja jede Menge Leute auch, also wir können das ja gar nicht übersehen, wo die Esoterik die Form hat, dass Leute sagen, ich muss mich um die Kinder in der dritten Welt, in der Kinder der Zukunft nicht anders kümmern, als dass ich mich hinsetze und in einer bestimmten Weise meditiere oder meine Räucherstäbchen anzünde. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch eine gute Wirkung haben kann. Ich weiß aber, dass wenn es zum Ersatz gemacht wird, für die vernünftig moralische Lebensgestaltung, die man sich gibt und für die Schaffung verantwortlicher Sozialstrukturen, was so gut wie nie dann mit auf dem, im Blickfeld ist, wenn es zum Ersatz dafür ist, ist es verheerend. Das kann ich mit großer Gewissheit sagen. Ja, und das ist ja eben genau der Punkt, dass es eben
Ja, in vieler Hinsicht kenne ich halt auch die Tatsache, dass das eben so diese esoterischen Überlegungen eigentlich bedeuten. Sogar, ich habe sogar viele esoterische Menschen erlebt. Was regst du dich denn auf? Es ist doch alles in Ordnung, so wie es ist. Es ist so, dass es so ist, ist doch in sich auch gut. Und trotzdem ist, wird ja auch alles gut werden, weil das New Age, weil wir uns ja irgendwie doch positiv entwickeln, auch wenn auf der Welt alles immer schlechter wird, von den objektiven Gegebenheiten, sagen dann mir immer die Esoteriker, ja, aber es entwickelt sich doch alles positiv und so weiter, weil, und außerdem geht es ja bis hin zu der Karma-Vorstellung, dass sich man sich ja selbst oder dass die Leute sich selbst ja dieses Leiden erzeugt haben, selber karmisch sozusagen, und man deswegen da ja gar nicht eingreifen dürfen rein, sozusagen. Ja, wobei, da muss, also diese Diskussion führe ich hunderttausendfach. Und ich habe ja vergleichende Religionswissenschaften studiert, die Karma-Lehre zum Beispiel von Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Also diese Theorien sind wirklich reine westliche Modetheorien, die eigentlich keinen Rückhalt haben in den, ich sag mal, tieferen Traditionen, geistigen Traditionen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Denn abgesehen davon, dass man natürlich einen offenen Blick haben sollte, um zu sehen, läuft denn alles gut oder läuft es nicht gut. Man sollte Schäden und Leiden und Opfer wahrnehmen können und nicht wegretuschieren aus seinem Weltbild. Das ist der eine Punkt, diese Wahrnehmung der Realität, statt sich was einzureden. Und man kann aus meiner Sicht die Vorstellung haben, dass es einen göttlichen Gesamtplan oder Karmaplan oder wie auch immer für alles in der Welt gibt. Man kann auch sagen, so wie es geschieht, ist es von Gott festgelegt und das ist auch in diesem Plan okay. Das kann man auch sagen. Aber ob wir an irgendeiner Stelle in diesem Plan so dastehen, dass wir Dinge laufen lassen sollten, oder ob wir an genau diese Stelle gesetzt sind, um es als Aufgabe für uns zu sehen und positiv zu verändern, dafür müssten wir den Plan kennen. Nicht nur wissen, dass es einen gibt. Und solange wir diesen Plan inhaltlich nicht kennen, wäre es totale Verantwortungslosigkeit, aus der reinen Existenz des Okay, Planes ich glaube, ich verstehe. abzuleiten, ich lasse es jetzt laufen, statt zu sagen, ich prüfe, ob ich nach den moralischen Maßstäben, die ich auch vernünftig so mir erdenken kann, hier zum Handeln gerufen werde. Also ich stelle mich ja nicht gegen diese Sichtweise, macht Sinn für mich. Aber daraus folgert aus meiner Sicht nicht, dass man so tun sollte, als ob man was ausschließt. Und das erinnert mich an die Diskussion, die ich letzte Woche hatte. Da hat der Dylan das aus meiner Sicht so begründet, er sagt lieber, dass alles in der Marktwirtschaft auf Kosten des Gemeinwohls geht, anstatt zu sagen, passt alles, weil wenn man dann die wenigen Ausnahmen quasi erwähnt oder wenn man das einfach faktisch formuliert, dann fühlen sich lauter Leute angesprochen, dass ihr Tätigkeitsfeld ungefährlich ist. Und ja, deswegen behauptet er lieber, alles in der Marktwirtschaft wäre schlecht, zum Beispiel auch irgendwie Musik machen auf Hochzeiten. Worüber ich darüber auch nochmal nachgedacht habe und schon sagen würde, wir müssen uns klar sein, auch ich, wenn ich so Musik darbiete, dass wir, auch wenn ich draußen spiele, ich mache es halt trotzdem, aber eigentlich biete ich ja auch eine Pädagogik dar, die auch den Kindern und den anderen Menschen wieder signalisiert, das ist völlig in Ordnung, diese Trennung der Künstler auf der Bühne und die Zuschauer. Und eigentlich das Natürliche und Gesunde wäre eigentlich die Interaktion. Alle singen mal, tanzen mal, musizieren mal. Und eine Party ist eigentlich ein interaktives Geschehen. Und diese Trennung, hier sind die Spezialisten für die Musik machen und die anderen tanzen nur und konsumieren und kaufen die Konzerte. Dass wir, wenn wir Musik verkaufen, natürlich auch immer diese Pädagogik mittragen, der Trennung, anstatt die Menschen darauf hinzuführen,
Wir haben das unter dem Stichwort Community musizieren früher immer diskutiert und auch praktiziert. Ja, nämlich, dass Menschen an sich in der Natur mit ganz einfachen Handgriffen sich beteiligen an dem gemeinsamen Konzert und mal dann vielleicht auf die tanzende Seite gehen, auf die flirtende Seite, dann mal wieder ein Instrument in die Hand nehmen, dann mal wieder mitsingen und so weiter. Und so, dass dieses Miteinander eines Community musizieren, tanzen, singen, Ereignisses sozusagen. Daran hindern wir die Menschen, wenn wir auch nur einfach irgendwo ein Konzert verkaufen, irgendwo oder irgendeinen Auftrag annehmen und immer diese Trennung im Bewusstsein weiter erzeugen und befeuern. Hier die Künstler und dort wir Konsumenten. Ne? Also insofern, es ist auch schon bei meinem Musikmachen was Negatives drin. Ich kann aber im Moment nicht anders, weil ich auch gerne diese Spendengelder gerne dann in den Weltrat weiterleite und dann damit wir Aktionen machen. Wir wollen ja demnächst eine größere Werbeaktion machen in der Schrot und Korn und also in der Stadtrevue und so weiter. Ob du Leuten dann verbietest, mit zu musizieren oder ob du halt jetzt musizierst, weil du halt musizierst und wenn ein anderer kommen würde. Naja, aber ist ein interessanter Punkt, aber gleichzeitig wollte ich nochmal, wenn ich überhaupt so viel Raum haben darf, nochmal sagen, also es gibt da ja einige Sachen, wo ihr, glaube ich, auch mit der Regierung unzufrieden seid, wo die Regierung einfach nicht, wo sie nicht davon ausgeht, dass die Menschen in der Lage sind, verantwortungsvoll für sich und andere zu entscheiden. Und deswegen wird ihnen das quasi abgesprochen und Gesetze werden so gemacht, als ob halt alle ich kann es nicht so richtig formulieren, aber... Ja, ich würde es für mich so formulieren, dass in der Marktwirtschaft alles automatisch immer Diktatur ist, dass es niemals eine Demokratie gab in der Marktwirtschaft, weil eben einfach immer die Einflussreichen und das Geld alle politischen Entscheidungen fällt. Ja. Und das, wenn ich da einfügen darf, jetzt um diese Logik nochmal so richtig auf die Spitze zu treiben, Demokratie ist weiteres Denken und Planen einer Gruppe. Also in dem Moment, wo ich sage, da soll einfach die Vergeltung des Augenblicks zählen, diese Art der direkten Abrechnung, enthält es keine solchen Denk- und Planvorgänge. Insofern ist es ein logischer Gegensatz, und das vielleicht, wenn ich das an der Stelle hinzufügen darf, mein Argument schon beim letzten Gespräch war, dass Vergeltungsdenken immer von seiner Logik her der Gegensatz ist zum weiten, offenen Gesamtblick oder dem Gehen nach der Gesamtrechnung statt der Splitterrechnung. Das gilt auch für die Straßenmusik, das gilt für alles. Habe ich die Brille auf, dass ich gucke, was kriege ich zurück? Und das ist das, was für mich den entscheidenden Maßstab, den Rahmen darstellt. Oder denke ich weitergehend bezüglich der Folgen und Zusammenhänge und prüfe das, ob es vernünftig und moralisch ist. Die Logik ist gegensätzlich. Ja. Ich meine, wenn es passt an der Stelle... Es steht ja noch was aus, was ich auch bei dir, Dylan, noch nicht zu Ende beantwortet habe. Und das trifft sich eigentlich mit der Stelle jetzt. Denn die Frage ist, wenn da irgendwie jetzt Leute das ausnutzen könnten, dass andere so schenken oder dass sie auch den Blick aufs Ganze haben, ne? Also Leute, die da quasi ausscheren und... Nur kurz, du bist immer wieder auch raus aus dem Bild so ein bisschen, ja? Oder ist es ein Problem, nach rechts zu rücken? Ja, so, jetzt bin ich wieder richtig. Ja. Also, wie sieht es aus mit diesem Problem? Und ich würde gerne mal drei Ebenen ansprechen, um zu zeigen, dass normalerweise aber keine Mischlogik dann entsteht. Also nehmen wir mal die Zellen. Wenn auf der Ebene der Zellen eine Zelle jetzt nicht mehr so funktionieren würde, dass sie nach der Rechnung im Ganzen geht und einfach eben so in diesen Flow alles einspeist, sondern sie würde aus dieser Logik der Gesamtrechnung herausgehen und für sich Stoffe an sich ziehen, um selbst zu wachsen oder sonst was zu tun, dann entscheidet sich der Organismus doch nicht, seine innere genetische oder Flusslogik im Gesamtorganismus
zu verändern und zu sagen, wir bauen dann jetzt einzelne Vergeltungselemente mit ein, sondern die Zelle, die so entartet wird zu einer Krebszelle und wird insgesamt abgestoßen oder sowas, ohne dass die Gesamtlogik des Organismus, so nach diesem Einheitsfluss im Ganzen zu gehen, sich auch nur irgendeine Spur verändert. Und ich nenne das zweite Beispiel in einer Familie. Stellen wir uns vor, da ist eine liebevolle Familie und die fühlen sich so als Einheit. Man gibt, vertraut, dass man wiederbekommt. Die Alten kriegen, was sie brauchen. Die Babys kriegen, was sie brauchen. Keiner denkt in dem Moment an Vergeltung, sondern man denkt einfach, wie ist die Gruppe, die sich da miteinander identifiziert? Wie kann die im Ganzen am besten funktionieren? Wenn dann einer, zum Beispiel dein Bruder, hingeht und sagt, hey, hör mal, ich mache jetzt aber nicht mehr so mit nach dieser Logik, ne, was ist hier gut für alle, sondern ich möchte hier jetzt, wenn ich da was tue, zum Beispiel einen Raum fege, möchte ich direkte Gegenleistung, sonst mache ich es nicht. Ich behaupte, die Familie wird nicht sagen, okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Vergeltungsrechnungen bei uns mit einbeziehen, sondern der alte, weise Urgroßvater, die liebevolle Mutter oder Freundin des Betreffenden wird ihn beiseite nehmen, wird versuchen, ihm ins Gewissen zu reden oder ihn irgendwie wieder auf diese Logik zu bringen, komm, lass uns doch hier weiter gucken, wie es für alle gut ist, statt dass wir da so egoistische Rechnungselemente mit reinsprengen in diese Logik. Ich glaube, dass man so handeln wird und nicht, indem man dann so sagt, dann lassen wir das zu so einer Mischlogik werden. Und drittes Beispiel, ich habe gesagt, für mich war sehr faszinierend, dass ich letztens etwas gehört habe über die Aborigines in Australien. Weil die werden ja im Moment auch sehr drangsaliert in Verbindung mit den Corona-Sachen, werden zum Teil in Lager gesteckt und so weiter. Und welche aus den älteren Stämmen haben gesagt, Leute, lasst uns doch in Ruhe, guckt doch mal. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, wir sind dann eher bereit, uns zurückzuziehen oder für uns zu bleiben. Wir möchten nicht die Vermischung mit eurer Zivilisation. Auch wenn ihr noch so kommt und sagt, welche Vorteile das hat, wir möchten es nicht. Und dann kam der entscheidende Satz. Wir haben eine andere Grundlogik. Wir handeln aus einer Verbundenheit mit dem Universum heraus. Und diese Logik wollen wir behalten und nicht es vermischen mit der Logik eurer Zivilisation. Das finde ich total faszinierend. Jedenfalls, ich lasse auch ganz offen, ne, wie weit war das jetzt so ein versprengtes Einzelmeinungsleben, wie weit ist das gar nicht echt oder tief oder was weiß ich, auch bei den Aborigines. Ich will nur sagen, es ist so, dass wir offensichtlich diese ganz andere Logik denken können und dass Menschen sagen können, so wie die Zellen, so auch die Zellen in der Familie und auch die Zellen in einem Naturvolk, wie die Aborigines, wir wollen in dieser anderen Logik bleiben und es nicht in kleinere Splitterrechnungen zerbrechen lassen oder diese Logik des Zerbrechens bei uns mit rein eindringen lassen. Ja, aber die Aborigines, das ist ja, bestätigt ja auch meine These, es sind ja sicherlich nicht sogenannte Prä-Tauschhandelsorganismen, die haben bestimmt irgendwo schon auch ein bisschen Tauschhandel, aber die sind, bei denen ist der Tauschhandel vielleicht nur 5% ausgeprägt von dem, was bei uns im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft ausgeprägt ist. Und dadurch haben die eben auch noch dieses natürlichere Verhältnis zu den Dingen, weil eben je stärker der Tauschhandel wird, und zum Glück ist er bei den Aborigines nur relativ schwach ausgeprägt, aber je stärker der Tauschhandel wird, desto mehr zerstört er eben auch dieses Miteinander und all diese Dinge. Das ist ja meine Grundthese, dass dieses liebevolle, familiäre, gruppenehemäßige der Bonobos zerstört wurde durch die Tauschhändler. Als der Tauschhandel immer stärker wurde, wurde immer mehr sozusagen eben auch den Menschen das Glückliche musizieren, singen, tanzen, musizieren, flirten, massieren, streicheln, Sex und alles, also die Summe aller natürlichen Glücksquellen weggenommen sozusagen, auf das die Menschen dann ja gezwungen sind, sich Ersatzbefriedigungen kaufen zu müssen, die sie beim Händler kaufen können. Denn die meisten Sachen zum Beispiel, ja, also ich mache mal ein Beispiel jetzt, denken wir an die Pornografie als Beispiel, ja, arbeitsteilig könnte man jetzt ja nach der Arbeitsteilungslogik sagen, ja,
Die Pornofilmemacher, die machen für dich den Sex, und dann brauchst du diese Arbeit nicht mehr zu machen, sondern die Pornofilmemacher, die haben den Sex und machen den, die Schauspieler und so weiter, und du bist davon entlastet, diese Arbeit machen zu müssen, weil die anderen das ja arbeitsteilig für dich tun. Aber genau so ist es ja nicht in der Natur. Bei den entscheidenden Glücksquellen besteht ja gerade das Glück darin, diese Dinge selber zu erleben, den Sex. Das Singen, Tanzen, Musizieren, Flirten, die Massage, die Streichelmassage. Diese Dinge werden ja erst gut, wenn sie eben nicht arbeitsteilig weggenommen oder entlastet werden. Und Arbeitsteilung funktioniert ja nur, wenn es sich dabei zum Beispiel um Dinge handelt wie, was weiß ich, einen Acker mühsam bestellen. Wenn das dann der Traktor macht, arbeitsteilig, oder andere Menschen machen arbeitsteilig, dann mag man das als eine Entlastung empfinden. Aber auch da wird sich wieder die Frage stellen, wie weit nicht das selber Sammeln von Nahrung und Früchten auch einen eigenen Lustgewinn darstellen kann. Ne? Aber die Marktwirtschaft und der Tauschhandel hat uns ja diese Dinge weggenommen. Ja, so die Glücksquellen. In einem Satz könnte man sagen, dieses Vergeltungsdenken zerhackt das kosmische Einheitsbewusstsein in lauter Splitterrechnung. Ja. Ja, und wie gesagt, als biologischer Denker ist natürlich mein Denkhorizont nur sehr begrenzt. Also ich kann mir halt bis jetzt als höchstes Glück nur diese Gruppenehe vorstellen, also die Bonobo-Schenker Gruppenehe als ein Experiment im Rahmen des Konzertes der experimentellen Lebens- und Gesellschaftsgestaltungsexperimente. Und Öff, du gehst halt noch eben weiter und sagst ja auch, schreibst ja auch vom Überspringen sozusagen, dass also die Leute dann auch den Punkt erreichen könnten, wo sie ganz sich ganz loslösen von diesen egoistischen Teilaspekten, die auch in der Bonobo-Schenker-Gruppenehe immer noch drin sind. Ne? Und da wird sich einfach, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir immer diese ganze Palette anbieten müssen und einfach gucken müssen, wofür sich dann Menschen finden. Wobei, wie gesagt, die Grundformel ist ja, ich wiederhole das ja immer wieder, dass wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt gegen die Marktwirtschaft überhaupt eine größere Zahl an Menschen überhaupt da rauskriegen. Ne? Denn die Kommune-Projekte, die ich so kenne, das sind im Prinzip heute eigentlich immer alles Wohngemeinschaften im Rahmen der Marktwirtschaft, wo im Prinzip nicht anders gelebt wird als in der Marktwirtschaft. Ne? Und die deswegen gar keinen Fortschritt darstellen. Ja. Ja, es wäre ganz toll, wenn das eben den Menschen überhaupt als Alternative ins Bewusstsein käme und sie was ausprobieren könnten. Also allein schon, wo wird so gedacht, wie wir jetzt heute über diese Dinge hier nachdenken und uns in dieser Sendung austauschen. Also in der Regel ist das Splitterdenken schon so in den Leuten drin und wollen sie es auch die Alternativen. Ja, vor allem der entscheidende Satz in den Köpfen der Leute, nämlich, dass sie glauben, hey, du lebst doch schon in der besten aller möglichen Welten. Deswegen kommen für dich Experimente gar nicht in Frage. Ja, also so dieses, du lebst doch schon in der besten aller möglichen Welten. Die Marktwirtschaft ist doch schon die beste aller möglichen Welten. Diese Pädagogik ist halt auch sehr stark. Ja, sogar die Kommunisten und die Marxisten und wer auch immer und die Linken, die dagegen sagen, dass sie da auftreten und wären für Planwirtschaft und Ähnliches, in der Regel sind die dann, wie wir heute ja auch an diesen Szenen sehen, eher so drauf, dass sie sagen, wir haben ein Erziehungsmodell im Kopf, wo die Keule geschwungen wird, damit die Leute nach unseren Maßstäben zu teilen haben oder irgendwas, statt dass sie in diese andere Art von Orientierungsbewusstsein, diese Art von freiwilligem Handeln in Einheitsbewusstsein, in Identifikation miteinander und mit der ganzen Welt. Also in der Regel kam diktatorische Planwirtschaft raus und nicht ein gemeinsames Handeln aus dem kosmischen Einheitsbewusstsein.
Ja, vor allem, dass die Diktatoren, die Bonzen, sich immer bereichern auf Kosten anderer Menschen. Also das Gemeinsame von der linksradikalen, pseudokommunistischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft ist, dass es beides Diktatoren gibt, Sklaven und Diktatoren. Nämlich bei der DDR waren die einen die Herren und die anderen die Sklaven. Ja, wobei ich würde ja sogar noch wohlwollende Unterschiede sehen. Also ich setze das nicht gleich. Also nach dem, was ich weiß, waren zum Beispiel die Privilegien, die Leute in der DDR sich da rausgenommen haben gegenüber der Bevölkerung, wo sie aber geguckt haben, dass sie ihre Grundbedürfnisse wirklich für ein Apfel und ein Ei alle befriedigt bekommen haben. Das war schon deutlich was anderes als die Privilegienschere, die hier im Westen so auseinanderging und auch jetzt immer weiter auseinandergeht. Also sogar wenn ich einen Anteil positiver Motive und auch unterscheidbarer Verbesserungen zugestehe, dann ist es immer noch so, also ich mache mal zwei, drei Sätze dazu. Der Marxismus, Leninismus oder der Kommunismus oder kommunistische Theorien, die sich da so verknüpft haben, auch Maoismus in China und so weiter, waren alles Theorien, die den Menschen für so unreif erklärt haben, dass der angestrebte Endzustand, also das Ideal, was sie ja durchaus in den Himmel gezeichnet haben, für ihn nicht erreichbar wäre und er mit gewaltsamer Erziehung da erstmal hingebracht werden müsste. Also in der kommunistischen Theorie ist das die Zwischenphase des Sozialismus, wo die Elitekader der Partei, nicht jetzt hier Konsensdemokratie des Volkes, sondern die Elitekader der Partei die Gewaltregie und Erziehung übernehmen, bis eines Tages dann auch durch diese Erziehung die Massen bereit wären, also die Reife zu haben, dass sie das freiwillig wollen würden und dass dann auch der Staat wegfallen könnte, weil dann braucht man keine Gewaltstruktur. Aber ist da nicht auch eine Ähnlichkeit zu deinen Überlegungen, nämlich dass du quasi ja auch sagst, dass die Menschen sich entwickeln sollten in Richtung einer gewissen Selbstlosigkeit? Hat man nicht das Ähnliche auch versucht, mit dem sozialistischen Menschen zu erreichen? Es gibt ja da Kritiker, die sagen, dass man damit den Menschen eventuell überfordert. Also sagen wir so, die Osttheorien, die ich eben beschrieb, haben nicht gesagt, dass man den Menschen überfordert mit diesem Erziehungskonzept. Das Erziehungskonzept hielten sie für sinnvoll, um dadurch den Zustand zu erreichen, wo alles ohne Gewalt nur noch eine Organisationsfrage ist, die Dinge werden verteilt wie durch die Post. Nee, ich meinte, dass die Kritiker ja sagen von diesen Ostkonzepten, die Kritiker sagen, dass man da sozusagen versucht hat, den Menschen selbstloser zu machen, als er ist und man deswegen scheitern musste. Ja, kann es geben. Aber ich will jetzt mal in die andere Richtung gehen, weil ich bin ein Mensch, ich nehme mich als Beispiel immer am liebsten, weil ich mache mich ja auch zum Versuchskaninchen dann. Ich möchte keine Leute haben, die sich zu Gewalterziehern über mich erheben, weil sie sagen, ich bin noch nicht in der Lage, ohne Gewalt fürs Sinnvolle zu leben und ohne ihre Art von planwirtschaftlicher Zwangsstruktur zu teilen. Ich bin zu freiwilligem menschengeschwisterlichen Teilen in der Lage, und die ja noch viel weniger, wenn ich mir angucke, wie die leben, sodass es da diese gewaltsamen und zwangsmäßigen Erziehungsstrukturen nicht geben darf. Oder ich bin noch vorsichtiger, ob es für andere Menschen das geben sollte, ob da passt, ob die diese Herrscher über sich vielleicht sogar lieber wollen als die Freiheit, das lasse ich mal offen. Ich will es nicht. Und ich behaupte, auch durch meine eigene Lebensweise als Versuchskaninchen, es gibt eine andere Option. Es gibt die Option, dass der Mensch diese gar nicht so schweren Dinge, also das Ideal des Kommunismus, das konnten die immer erzählen, ne? Das wurde in Büchern beschrieben. Und ich behaupte mal, jeder Mensch kann das ein Stück weit auch verstehen, weil er auch familiäres Teilen kennt. Also wenn er überhaupt noch eine gute Familie kennt, lasse ich mal auch relativierend dazu gesagt. Aber jeder kennt ja aus der Familie auch diese Art von liebevollem Teilen, auch miteinander entscheiden und miteinander die Dinge so im Fluss der Gemeinschaft halten. Und ich sage, dass es zumindest eine Option sein sollte, die in diesen zwangskommunistischen Theorien nicht enthalten war. Also es gab die Anarchisten, ne, die sich von Beginn an, also damals spaltete sich die Internationale auf, in die kommunistische und die anarchistische Internationale, weil Leute wie Bakunin und so gesagt haben, wir müssen mehr den Menschen diese Freiheit lassen und ihnen das auch zutrauen, dass sie gleich mitgenommen werden können auf den Weg und auch sehr direkt diese Werte leben können. Also ich bin ja auch Anarchist.
So, aber das hat in den ganzen kommunistischen Theorien, in dem, was da im Osten stattgefunden hat, in China stattgefunden hat und so weiter, hat das keine relevante Rolle gespielt. Sondern man ging davon aus, der Mensch kann das noch nicht, er kann es nicht verstehen, also müssen wir ihn zwangserziehen. Und die Zwangserzieher selbst konnten es, wenn man genau drauf geschaut hat, aber bestimmt nicht besser, sag ich mal, als die, denen gegenüber sie sich zum Gewaltregime ermächtigt fühlen. Also ich halte es für ganz entscheidend, dass alle diese Zusammenhänge auf den Tisch gebracht werden. Das gehört in die Schulen. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend, oder was hätte ich dafür gegeben, wenn ein Gespräch, wie wir es jetzt hier heute führen, über die Möglichkeiten des Menschen, wann können wir freiwillig Sinnvolles tun, dass wir keinen Gesetzgeber brauchen, der uns zwingt, oder gar schon gar einen Diktator, wann können wir so miteinander teilen, dass wir kein knechtendes Leistungssystem und Konkurrenz gegeneinander in der Art und Weise brauchen, oder Zwangsplanung. Also, wenn solche Dinge mal mir bewusst gemacht worden wären, man kann so anders denken, oder wenn, wo wir ja Dylan auch drüber schon oft geredet haben, schreiben, wenn es erste Praktikumsplätze oder Urlaubserlebnisplätze gäbe, wo die Menschen hingehen könnten, vorausgesetzt, es gibt jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern es gibt mal eine Modellgemeinschaft von Menschen, die sagen, ja, wir können freiwillig verantwortlich sein, wir müssen dazu nicht gezwungen werden, wir können freiwillig geschwisterlich teilen, wir brauchen dafür keine Zwangsmechanismen oder Egoismusmechanismen, die uns da irgendwie zu helfen oder die den Rahmen bilden müssen. Oder was für ein Quatsch auch. Sondern es gibt mal eine Gemeinschaft, wo die Leute sind, die sagen, ich möchte mir das zutrauen. Ich möchte, dass andere es von mir erwarten. Ich meine, das erzählen natürlich all die Esoteriker nicht so. Die sagen, wir sitzen jetzt am Computer und kiffen uns eins und das Universum regelt schon alles. Oder wir richten unsere Wünsche ins Universum. Aber also wenn es Modelle gäbe und die könnten erlebt werden und die Schulklassen würden dahin und könnten gelebte Wirklichkeit vergleichen, das wäre der Hammer. Ja, und vielleicht können wir ja, weil wir uns ja dem Ende für heute nähern, vielleicht nochmal, ist so meine Gedanke, nochmal den Leuten, den Zuschauern nochmal sagen, was wir alles anbieten. Also wir haben quasi einmal in der doppelten Doppelschienigkeit auch zum Beispiel die Möglichkeit dessen, also was ich ja von der Gemeinwohlwirtschaft am tollsten finden würde, sind ja diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, wobei die Hausärzte dann auch selber anregen werden. Leute, versucht es doch mal mit dem Gemeinschaftsleben, denn der Mensch, wenn er genetisch, der ist wahrscheinlich genetisch ein Gemeinschaftslebewesen und nur so könnt ihr letztendlich so richtig so glücklich werden, dass ihr auch wirklich maximal kerngesund werdet. Und dann kriege ich als Arzt ja in der Gemeinwohlwirtschaft am meisten Geld, wenn ihr möglichst nie krank werdet, weil ihr so befriedigendes Gemeinschaftsleben habt, dass ihr keine Süchte mehr braucht, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Süßigkeiten mehr und so weiter. Und dass wir also sozusagen mit dieser Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, das ist für mich ein großes Glücksversprechen. Und dann für mich persönlich ist das größte Glücksversprechen dann auch noch die Bonobo-Schenker-Gruppenehe im Rahmen unserer Gemeinschaftsprojekte oder auch im Rahmen der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften mit ihren Projekten. Ne? Das war ja sowieso auch bei Kliniken immer die Idee quasi, dass bei diesen 12-Schritte-Kliniken, ja, dass da außenrum eigentlich Wohngemeinschaften entstehen sollten, in denen dort gesund miteinander glücklich gelebt würde, was natürlich dann aber nicht so richtig gemacht wurde, weil die Kliniken ja lieber Geld verdienen mussten, statt dass plötzlich alles übergeht in den Lebensgemeinschaften. Ne? Aber diese Glücksmöglichkeiten haben wir und dann haben wir eben das Öffi ja letztendlich die Glücksmöglichkeit skizziert, dass der Mensch wirklich ein hohes Maß an Transzendierung des Egoismus und ein hohes Maß an Selbstlosigkeit entwickeln kann, einfach auch Kraft des Geistes und der Glücksmöglichkeiten des Geistes, wobei das Glück ja daran besteht, dass das Sinnvolle und der Sinn des Ganzen und das Wohl des Ganzen sozusagen erkannt wird und verfolgt wird und so weiter. So haben wir dann verschiedene Glücksmöglichkeiten, die alle sozusagen zumindest mal gegenüber dem
garantierten Elend und Leiden, das die Marktwirtschaft darstellt, alles positive Perspektiven sind, sodass ich Ihre dann Verbindung sagen würde, wird Leute. Gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Jetzt Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Ja? Ihre Verbindung wird gehalten. Ja, also ich war ja gerade dabei fertig gewesen, dass ich gesagt habe, so, wir bieten ja eine ganze große Palette an Glücksstrategien, von denen die Marktwirtschaft ja nichts davon bietet, außer Rauchen, Saufen, Mallorca und Fressen, Saufen, Rauchen und Zucker und Süßigkeiten und Übergewicht und Krebs und Diabetes und. Naja, es kann auch der Sunny Boy als Strandwächter dabei sein, der mit dem bodygebildeten Körper über den Strand läuft und alle beeindruckt damit, wie körperlich gesund er ist. Also es gibt da verschiedene Varianten. Aber es ist alles ein angepasstes Leben in eine Kleinschienigkeit, die den Menschen seelisch verkrüppelt. Also ich sag mal, wir sind jetzt tatsächlich auch gegen Ende, als meine Vision, und ich beziehe es nochmal auf das, was ich eben auch ansprach, die Kinder und Jugendlichen. Wie wichtig wäre es, dass man Kindern nicht nur sagt, hier lernst du Mathematik und Deutsch und so weiter, du kannst später Folgen zwischen den Berufen auswählen und wir erklären dir vielleicht noch das politische System, wie man da alle 4 Jahre wählt. Sondern wir erklären dir ganz unterschiedliche Denkmodelle und wir bieten dir Möglichkeiten, Ausflüge zu machen in ganz unterschiedliche Lebens- und Systemexperimente. Und vor allem auch, da kannst du als eine Möglichkeit unter anderem, kannst du sehen, dass Menschen sich entscheiden dafür, dass Denken statt Konsum, anderem Konsum für sie das Höchste im Leben sein soll. Du kannst sehen, dass Menschen freiwillig Verantwortung übernehmen wollen, statt dass sie dazu gezwungen werden müssen oder gezwungen werden wollen. Und du kannst erleben, dass Menschen sagen, ich möchte, dass man mir zutraut, dass ich Geschwister nicht teilen kann, ohne Zwangsplanung und Egoismuskonkurrenz, die da erstmal mit zwischen oder reingeschaltet oder sonst was werden müsste. Kind, das kannst du dir anschauen. Und dann schau, was macht dich mehr glücklich, was macht dich mehr zum Menschen, triff deine Entscheidung. Aber du kannst Alternativen sehen und erleben. Das wäre sowas von toll. Puh. Ja, und wie gesagt, wir werden ja jetzt werben in der Stadt, in Schrot und Korn, die ja bei Alnatura immer ausliegt, und in der Kölner Stadtrevue nochmal für Gemeinschaften, also Mitgliedersuche für Gemeinschaften, und dann so Gemeinwohlökonomie, Landtagsabgeordnete werden, Fragezeichen, also versuchen auch auf dieser Schiene Leute zu finden. Dann habe ich hier noch so kostenlose Supervision für Gemeinschaften, dass wir auch das nochmal anbieten, sozusagen. Habe ich übrigens gemacht auf eine Annonce hin, habe natürlich keine Antwort gekriegt. Ja. Ja, also das heißt... Das sind so die Dinge, die ich jetzt so sehe. Und ich sehe noch die Möglichkeit, dass wir demnächst vielleicht auch die Spendengelder der Professoren dafür verwenden könnten, irgendwann mal eine Allensbach-Studie zu finanzieren. Die kostet allerdings 2.500 Euro. Eben dieses, möchten Sie weiter leben in Marktwirtschaft oder lieber in Gemeinwohlwirtschaft? Also die entscheidenden Argumente, was spricht für Gemeinwohlwirtschaft? Und was spricht für Marktwirtschaft? Und dann eben die Bürger entscheiden lassen. Wäre dann interessant, wenn Allensbach sich verpflichten würde, die Ergebnisse dieser Studie dann auch an alle Medien und an alle Journalisten per Verteiler zu verteilen, sodass dann so eine Studie auch einen Sinn hätte, ne? Auch die Journalisten erreichen würde und dann vielleicht die Nachricht käme, ja hoppla, die Mehrheit der Bevölkerung will eigentlich lieber Gemeinwohlwirtschaft als Marktwirtschaft. Das sind so Dinge, an die ich noch denke. Luis, hast du noch oder kannst du deinen Ansatz auch noch als einen Glücksweg beschreiben für die Zuschauer? Wir hören dich nicht. Das Mikro noch aus? Ja, öff, öff. Naja,
Wir können ja also das Ende suchen. Jetzt weiß ich nicht, was mit dem Louis ist. Warum? Denn an sich müsste. Vielleicht ist er auch rausgefallen wegen der 2-Stunden-Regel. Nee, ich habe gar nicht richtig mitgekriegt, dass ich angesprochen worden bin. Ja, also ich hatte noch mal so gefragt, von wegen, ob du deine bisherigen Vorstellungen so als Glücksbild auch, als Glücksangebot an die Zuschauer mal formulieren könntest. Ja, jetzt? Jetzt oder wie? Ja, ja, wir haben ja noch 2-3 Minuten. Ja, gerne, danke für die Einladung. Also, ich finde es total interessant, in einem Modus zusammenzuleben, in dem jede Facette der Menschlichkeit willkommen ist, sich auszudrücken, theoretisch, im Gegensatz dazu, dass irgendwie ganz viele Sachen unterdrückt und tabuisiert werden. Das ist natürlich ein hohes Ziel und nicht jede Imbalance wird da auf den ersten Blick harmonisiert werden können, aber ich wünsche mir, zusammenzuleben mit Menschen im Einklang mit der Natur und im Einklang mit unserer Menschlichkeit, dass eher das eine große Gruppe ist, die Mehrheitsentscheidungen zu ihrer über Mehrheitsentscheidungen Entscheidung findet und dann eine Minderheit unzufrieden. Stattdessen hätte ich gern lauter kleinere Gruppen, die im Konsens sind, wo dann die Herausforderung ist, dass sich diese kleinen Gruppen untereinander friedlich, unschädlich, konstruktiv verhalten. Und da gibt es in Mecklenburg einen Bauernhof, etwas heruntergekommen, nennt sich morgenheut.wordpress.com, wo man theoretisch so leben könnte. Und ich kriege dann teilweise mit, dass manche Menschen auf eine bestimmte Art leben wollen, wo ein bestimmtes bisschen traditionelles Familienbild ist, wo dann sie denken, wenn man jetzt modernere Zusammenlebensformen wie Polyamorie oder Homosexualität oder sonst was hätte, dass das sich nicht gut damit verträgt. Das denke ich nicht. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo jeder eigentlich machen kann, was er will, beziehungsweise wo geprüft wird, ob das gemeinschaftsfähig ist oder was die Nachteile sind und ob das zusammenpasst, anstatt dass man von vornherein sagt, nee, wir können nur mit so und so Menschen zusammenleben. Ja, das ist meine Idee. Danke für die Bühne. Ja, dann können wir vielleicht für heute Schluss machen. Ich bin auch ein bisschen K.O. jetzt noch von gestern Abend, weil ich auch ein bisschen zu lang gestern gemacht habe, wegen dem Silvester. Haben wir denn noch was Wichtiges oder können wir auf nächste Woche vertagen? Ja, also schön, was der Louis da auch beschrieben hat. Super, ne? Das sind die Dinge, die wir für Menschen denkbar und erlebbar machen müssen, damit wir rausfinden können, wie werden wir zu den Menschen, die wir eigentlich sein wollen und die nicht zerstörerisch, sondern schöpferisch hier in dieser Welt mitwirken können. Ja, und vielleicht, ich umarme euch alle und ja, vielleicht doch ein Hinweis von mir. Ich im Forum habe ich es ja schon jetzt mal gehabt, dass ich gesagt habe, dass ich so quasi den Forumspost hatte und die dazu passende Fernsehsendung. Also so zum ersten Mal so eine gewisse Parallelität des Mediums Fernsehen mit dem Medium Forum, ne? Das ist auch nochmal was Neues gewesen, so eine gewisse Parallelität dazu. Ja, also klar, dann bis nächste Woche, gell? Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Tschüss, gute Zeit. Tschüssi, bis dann.